Heute zeigen wir euch das neue IQ-Link-System von Corsair, wie einfach es zusammenzubauen ist und was für Möglichkeiten es euch bietet, euer System individuell zu gestalten. Das Feature, was das Link-Ökosystem so einfach anzuschließen macht, ist das Daisy-Chain-Prinzip. Die Lüfter werden nicht wie herkömmlich mit einem Kabel verbunden, sondern klicken mit diesen kleinen Steckverbindern einfach ineinander. Noch einfacher wird es dadurch, dass die Lüfter selbst magnetisch sind und sich quasi selbst miteinander verbinden. Sobald die Lüfter miteinander verbunden sind, muss nur noch ein einziges Kabel zum mitgelieferten Hub geführt werden. Dieser Hub hat zwei Kanäle, an denen jeweils ein Verbund von bis zu 7 Corsair-Komponenten angeschlossen werden kann. Dann nur noch den Hub mit dem Mainboard verbinden und schon kann das Ganze über die IQ-Software gesteuert werden. Mit der IQ-Software habt ihr die Möglichkeit, die Beleuchtung all eurer unterstützten Komponenten wie Arbeitsspeicher oder Lüfter bis hin zur Peripherie wie der Maus oder der Tastatur zu steuern. All eure verbundenen Geräte werden in der Software automatisch erkannt und lassen sich dann individuell einstellen. Außerdem könnt ihr Audioeinstellungen, Kühleinstellungen und noch vieles mehr anpassen. Auch die Lüfterkurve können wir super easy anpassen, indem wir entweder eins der Presets auswählen oder einfach ein individuelles Profil erstellen. Die Möglichkeiten sind hier schier grenzenlos und das hier soll kein umfassendes Tutorial werden, aber wir zeigen euch einmal beispielhaft die Einstellungen an den Lüftern, die wir gerade angeschlossen haben. Es lohnt sich definitiv, einmal in die Software einzutauchen und sich richtig auszutoben. Wir hoffen, dass ihr einen ordentlichen Einblick in IQ-Link von Corsair bekommen habt. Und wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann schaut doch einfach mal in unseren Shop, in unseren Konfigurator, wo ihr euer individuelles IQ-Link-System zusammenstellen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch und folgt uns für mehr.